Ja, das muss festgehalten werden. Menschen weit und breit, unsere Proklamation der Landesschützenkönige mit dem Abböllern der Wiesen ist ein Publikumsmagnet. Traditionell. Und Tradition trifft hier auf Sport und Politik. Mit dem Oktoberfest Landesschießen geben wir Sportschützen stets am ersten Wiesensamstag den Startschuss für das Oktoberfest. Mit dem Abböllern leiten wir das Wiesenende ein. Insgesamt hatte das Oktoberfest Landesschießen 11.393 Teilnehmer, erneut ein Plus von rund 1.000 Schützen zum Vorjahr. Das weltgrößte Freischießen findet auf dem weltgrößten Volksfest statt. Was wäre das Oktoberfest ohne die Schützen? Das sage ich ohne jegliche Übertreibung. Denn wahrscheinlich wäre es schon längst vorbei mit der Wiesenseligkeit. Die Reiter hatten hier ihre Rennen, Fechter, Leicht- und Schwerathleten luden zu Meisterschaften. Von all dieser Vielfalt des Sports sind auf der Wiesen lediglich das Oktoberfest Landesschießen und das Landesarmbrustschießen übrig geblieben. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind, denn der Wolfgang King hat ein bisschen untertrieben. Das ist nämlich nicht nur eine wichtige Veranstaltung, es ist eine zentrale Veranstaltung, eine der wichtigsten Veranstaltungen des Landesschießen hier in der Schützenfesthalle und die feierliche Ehrung, Proklamation der Königinnen und Könige. Das gehört zum Oktoberfest als ganz elementarer Bestandteil. Staatsminister Georg Eisenreich dirigierte nicht nur den Spielmannszug Hörgershausen. Im Namen der bayerischen Staatsregierung bekannte er sich auch zu uns bayerischen Sportschützen. Ein wunderbarer Abschluss und eine tolle Tradition, dass am letzten Wiesentag auch die Landesschützenköniginnen und Landesschützenkönige geehrt werden, proklamiert werden. Deswegen einen herzlichen Glückwunsch an unsere neuen Landesschützenköniginnen und Landesschützenkönige. Der Titel Landesschützenkönig geht heuer mit Matthias Wiendl aus Mitterteich zum zweiten Mal in Folge in die Oberpfalz. Landesschützenkönigin der Luftpistole wurde Sarah Lipfert aus Oberfranken. Und dann naht das Ende der Wiesen. Traditionell mit einem gemeinsamen Schuss. Danke an die Münchner Böllerschützen und den Gewehrschützen aus Kirchheim und Vaterstetten. Gemeinsames Vernehmen. Zündhütchen setzen. Fertig laden. Böller auf!